Hallo zusammen und schön, dass ihr dabei seid zu einer weiteren Folge von Total War Medieval 2 mit dem Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. Für das Reich. Wir ziehen jetzt in die Schlacht gegen Metz. Ehrenvoll erobern, Kaiser. Genau, wir werden ehrenvoll erobern. Wir müssen jetzt diese Festung hier ein. Es wird lustig, Leute. Gott, Tatsache. Unser Vaterland. Auf in den Kampf. Tatsache, das wird lustig. Vor allem, weil wenn wir die Festung einnehmen, mit relativ wenig Verlusten haben wir die Chance, danach gegen die Franzosen relativ gut zu werden. Die haben mit zwei Fullstacks da schon lauern. Haben wir ordentlich zu knabbern. Naja. So, was hat mein Typ jetzt hier für eine Ansprache? Das ist erstmal wichtiger als alles andere sonst. Kein Rumgerede! Hals über Kopf drauf los! Schicken wir diese Bastarde zum Abendessen in die Hölle, zum Satan! Okay, das war's schon. Einheiten. Hätte auch mehr sein können wie letztes Mal. Schau uns mal ein bisschen die Festung an. Können wir gar nicht. Ich verstehe auch nicht, wieso wir nicht nur mit Türmen alleine hier reinkommen können in die Burg, aber na gut. Leben einfach mit dieser Entscheidung. Nehmen wir das hin. So. Rahmenböck. Okay, wir haben vier Türme. Wir haben zwei Leitern. Hier kann ein Turm ran, da kann einer ran. Hier können zwei. Okay. Hier ran mit dir bitte. So. Okay. Euch schicken wir hier ran, bitte. So, und du bist dahinter. Ich setze mal ein, wenn wir dich brauchen. Ich setze mir sofort ein. Die lassen wir in Ruhe hier, bitte. Erstmal so. Das ist jetzt momentan unsere beste Armee, Leute, die wir jetzt hier haben. Deshalb versucht, möglichst wenig Verlusten hierbei vorzugehen. So. Du bist bitte jetzt hier rauf, schnell. Du bist danach hier hin und du rennst mal nach hier drüben, bitte. Da hinten ist gar keiner. Auch gut zu wissen. Wir können hinten rum reinmarschieren. Dann renn du mal bitte hier lang. So, und ihr alle. Offenformation, bitte. Ihr könnt alle in Offenformation marschieren, da wird nicht so viel passieren sonst. Okay. Die Türme feuern natürlich viel. So, rauf hier bitte mit dir. Was machst du da? Naja, gut, das wird wohl mit dem Turm nichts mehr hier. Was haben wir hier? Gepanzerte Sergeants. Drüben haben wir ganz gewöhnliche Sperrmiliz. So. Die schleiten wir hinten rum rein. Ach, das geht nicht ums Bergaufgehen. Okay. Du bist bitte hier rauf schnell. Zack, ran da bitte. Da habe ich schon einige Leute verloren hier. Ach du Scheiße. Der Rambock ist weg. Gut. Ran mit dir. Ran mit dir bitte hier. Ihr beide in offener Formation. Und rennen. Dass der Rambock weg ist, ist scheiße. Ah, der Turm ist auch weg. Gut, wir müssen uns auf die rechte Flanke konzentrieren. So, ran mit dir bitte. Wir werden sie erobern. Perfekt, hier haben wir noch keinen Schaden dran. Ne? Zurück mit dir bitte. So, alle beide vorwärts hier. Und da stürzt der Turm ein. Pusch. So, ihr rennt jetzt hier hoch schon, super. Perfekt, ihr auch. Rauf hier mit euch bitte. Okay, super. Nein. Bei dir hat es ja nicht so gut geklappt hier wie gewünscht, aber okay. Könnte natürlich passieren. Oh, fuck, der Turm ist auch weg. Probier mit dir bitte. Jetzt müssen wir alles für die Leiter bauen hier. Deswegen durfte ich nicht nur einen Turm alleine benutzen hier. Also, Turm alleine nur. Fuck, Iranda. Was bist du für ein bescheuertes
KI-Ding schon wieder. So. Renn doch mal ran hier, bitte. Verdammt! Unsere Belagerungstürme wurden zerstört! Schon wieder. Naja, gut. Die Leitern sind jetzt. So, du kommst hier auch mit drauf. Rauf damit dir, bitte. Schaffst du nicht, okay. Rauf damit dir, bitte. Rauf da, los, los, los. Ich stelle mich hier rüber. Ich glaube, hier drüben allein sollten die reichen schon. Die Infanteristen. Vor allem gibt mir auch die Chance, das zu schaffen. Jetzt sind hier... Geil. Hier ist der ganze Schutz weg. Perfekt, er zieht sich zurück. Sind an den Mauern. Perfekt. Er macht einen Rückzug. Nicht schlecht. Du bleibst hier. Dich brauchen wir da nicht vorzuschicken. Bleibst jetzt auch hier, bitte. So. Einfach nur vormarschieren, bitte. Zack, rüber hier mit dir, bitte. Mach jetzt mal das Tor kaputt hier, bitte. Was hat er hier? Panzerritter, schwere Kavallerie. Die knacken wir auch noch. Kann es sein, dass sie sogar einen anderen Skin haben als meine Panzerritter? Meine haben Helben, seine nicht, oder? Der Rambock ist in Position! Es kann nicht Panzerritter. Mehr lange dauern, bis die Verteidigung des Feindes fällt. Die haben auch keinen Helm drauf, aber okay. So, der Rambock ist jetzt am Tor. Okay, 34%. Mach das Tor kaputt. Super. Vormarschier bitte hier. Perfekt. Super, die sind jetzt auch oben hier. Perfekt. Rambock bitte ablassen. Der Rambock hat das Tor durchbrochen. Super. Wir haben es geschafft. Okay, runter mit euch hier bitte. Runter. Runter bitte. So, um unsere Panzerritter rein, bitte. Zack, rüber hier mit euch. Euch schicken wir nach hier drüben, bitte. Schnell. Der General kommt hier rein. Unsere Soldaten haben die Mauern des Feindes eingenommen. Wir kommen nur frontal ran. Das ist der Vorteil einer Burg anscheinend. Aber okay, wir haben ja noch Fernkämpfer. Wir können ihn rauslocken. So. Okay, einmal wieder nach hier vorne marschieren. Auf Formationen beenden wieder. Du kommst hier runter. Du gehst bitte hier runter. Euch schicken wir auch schon mal vor, bitte. Zack, vorwärts marschieren hier, bitte. Was macht ihr da schon wieder? Oh mein Gott. Dieser KI ist echt manchmal einfach nur noch peinlich. Na gut. Vorwärts hier mit euch, bitte schnell. So, zerschießt mal die gepanzerten Sergeants hier. Wir müssen als Erste weg. So, einmal bitte nach hier. Rüber mit euch. Zack, zack, zack. Die machen jetzt platt hier. Weg mit denen. Wir werden angegriffen. Ja, die leiden schon hier. Okay, formieren sich in offene Formation gerade. Zack. Helfe ich euch bitte. Los, komm schon. Nein. Wo geht ihr lang? Ihr seid doch bescheuert. Von hinten angreifen, bitte. So, rauf hier bitte mit euch, schnell. Ach du Scheiße, ey. Die Steuerung hier in der Stadt ist echt beschissen von dem Spiel. So, charge den Rücken rein. Wenn wir so weitermachen, ist der Sieg unser. Das sind, what the fuck, da fragen auf einmal lauter Leute von mir. Okay, rauf hier mit euch, bitte. Zack, durch hier mit dir, bitte.
Der Trupp ist gleich tot. Mitkämpfen bitte, raus hier mit dir, raus hier. Ich brauche mir noch. Vorwärts drücken hier, schnell rein da. Raus hier, los, los, los. Einfach nur raus hier, das ist die Hauptsache gerade. Super geschafft. Ein feindlicher General wurde von den Truppen unseres Reiches gefangen. Der Feind hat die Hälfte. Wir haben die Feind. Das Reich hat seine Überlegenheit durch diesen Sieg bestätigt. Ja, das Reich hat seine Überlegenheit durch diesen Sieg bestätigt. Super. Okay. Mit diesem Gut, super. Sieg ehren wir den Kaiser. Perfekt. Im Namen des Reiches beanspruche ich diese Länder. Hast du gut gemacht, mein Soldat. Super, ich kann all das rekrutieren, was ich brauche. Ich habe zwar Panzer des Sergeants rekrutieren. Cool. Erstmal fortbilden. Mit den wichtigsten Einheiten. So, und das bist definitiv nicht du, sondern du. Okay. Egal, was jetzt passiert. Wenn uns Frankreich der Meinung ist, anzugreifen, haben sie immer noch keine Chance. Weil ich hier drinnen alles so dominiere, sollte eigentlich keine Chance sein, für die reinzukommen hier. Wirklich gar nicht. Das ist gut für mich. Naja. Für das Reich. Verstecken ist ein Wachturm, ehrlos. Bitte. Ja, mein Kaiser. Errichte einen Wachposten. Super. Ja. Perfekt. Für das Reich. Ja. Kannst du keinen bauen, okay. Voller Stolz, Kaiser. Französischer Priester. Zweifelt an meinem Wort. Okay, Paris haben sie verstärkt. Wir haben sogar drei Fullsticks hier. Ihr Feigling. Die Armee könnte sogar besser sein als meine eigene. Ja, Kaiser. Für heute gehe das ich ist nicht sogar drin, weiter, mein Kaiser. Die ist nicht gerade sehr gut. Nur in der die ist auch nicht gerade sehr gut. Miteinander abgeben. Und die hier. Warten wir ab drauf. Nichts zu befehlen. Naja. Okay. Was ist denn hier mit unseren Sachen? Ist das nicht alles nordeuropäisch? Naja, okay. Ach, wir haben hier osteuropäisch drin. Okay, gut. Was haben wir hier? Mitteleuropäisch? Oder wie? Anscheinend. Gut. Hm. Komisch. Ja, Kaiser. Die Augen des Reichs. Geld haben auf einmal ein bisschen wieder mehr. Heißt also, wir können jetzt auch mehr in Unterhalt investieren. Eine Verbesserung in dem Finanzsystem quasi. Irgendwas, was Geld spendet. Guck mal nach. Gehen wir mal alles durch. Das bringt eine Menge Geld rein. Relativ wenig Korruption. Ein bisschen Verwaltung. Dazu sind wir auch schneller. Das ist praktisch. Und die Straßen kosten nicht so viel. Ein enormer Vorteil. So. Hm. Bringt nichts wirklich. Ich würde eine Fahrgemeinschaft bringen hier. Auch nicht viel. Verzicht mit drauf. Nürnberg. Auch eher wenig. Magdeburg. Können wir zur Burg aufbessern? Oh, ist das nochmal sein erstmal. Ein Hafen. Bringt eigentlich gar nichts in Stettin. Okay. Haben wir halt keinen zum Handeln hier in der. So, Prag. Auch nicht viel. Auch nicht viel. Muss halt genau schauen, was man baut. Bringt es eigentlich auch gar nichts hier. So, Antwerpen. Antwerpen baut Straßen.
Die sind erstmal wichtig als Grundlage. So, Minen. Wow. Metzbord mit den Minen. Was soll man da schon großartig sagen gegen? Da kann ich nichts machen. Wirtshaus. Nee. Okay. Gut, da haben wir schon mal die Grundlage aufgestellt hier. Ist doch schon mal eine Basis, würde ich sagen. Fängt doch schon mal mit was Solidem an. Okay. Gut. Den vielleicht noch mal reparieren vorher. Ach, egal. Rekrutieren kannst du hier gar nichts. Ja, mit Metz haben wir jetzt eine gute Basis erstmal. Wir haben hier, was haben wir da drin eigentlich? Richter, ritterliche Stelle. Super. Ein Exerzierplatz. Und ein Übungsplatz. Ich könnte nur noch durch den Ballistenmacher hier ein bisschen auftrumpfen. Sonst gar nichts weiter. Ist auch nicht schlecht. Immerhin, Geld haben wir bekommen. Finde ich gut. Finde ich gut. Nur in der Schlacht können wir uns miteinander abgeben. Weg hier. Okay. Ihr habt mir nichts zu befehlen. Beenden wir mal die Runde. Ja, jetzt kommt die Belagerung, mit der ich gerechnet habe. Die Frage ist nur, ob sie auch angreifen werden irgendwann. Oder ob sie mich ausfahren lassen wollen. Wir werden dieser Belagerung widerstehen, edler Kaiser. Vorteil ist halt, er hat keine Chance reinzukommen bei so einer guten Armee. Es gibt nur einen Weg rein. Ich kann den Bomben festmachen. Kommt da nicht so schnell durch. Er hat aber dafür wahrscheinlich bessere Einheiten als ich. Schau einfach gleich mal nach, was er so hat. So, Polen ist ja in der Nähe von Breslau. Ich hätte jetzt eigentlich einen Diplomaten holen können. So. Super, in Florenz bist du. Wow! Durch die Einnahme der sämtlichen Städte haben jetzt gerade eben alle Plätze uns geholt, die vorne sind. Das war echt krass. Wir sind jetzt die fortschrittlichste Seite. Wir haben wohl eine extrem wichtige Stadt von den Franzosen geholt. Okay. Ist auch irgendwo geil. Macht einen richtigen Zug und dann lohnt es gleich. Hässliche Gemahlin. Naja, gut. Oh, Händler Milizkavallerie, auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Für das Reich! Muss ich ehrlich sagen. Du hast die 210 im Unterhalt. Okay. Gut, was mache ich jetzt? Wollt ihr die Macht des Reiches spüren? Jetzt die Frage. Dann kommt näher! Auch Königtum bewahrt nicht vor Gottes Urteil. Da ist ein Inquisitor. Für das Reich! Nicht so schick. Für das Reich! Ja, mein Kaiser! Für den Ruhm des Reiches! Okay, er hat einen leichten Vorteil. Viele gepanzerte Sergeants, ein bisschen Kaff. Aber nichts, womit er wirklich durchbrechen könnte jetzt gerade. Das ist gut. Können wir gut zurückschlagen. So. Okay. Dadurch, dass ich halt so viele Fernkämpfer habe, kann ich locker die Mauern halten. Die Frage ist jetzt, wie es aussieht mit, Nur in der Schlacht können wir uns hier miteinander abgeben. Ja, Kaiser. Wie ein Schatten. Weg her! Ihr habt mir nichts zu Die Armee befehlen. Könnte mich gefährlich werden. Die kann sich mich dann durch die Mauern fressen. Nur quasi. In der Schlacht können wir uns miteinander abgeben. Naja, okay. Kommt zum Kampf, ihr Feigling!
Er hat auch viel Kaff, das ist gefährlich für mich. Aber er setzt mir auf Infanterie, das ist ihm wichtiger. Gut ist, dass ich gerade meine fortgebildet habe nochmal. Für das Reich! Ach, dort kommen wir nicht mehr, okay. Gut, was machen wir jetzt hier? Eure Befehle, Kaiser. Söldnerkoge. Ich habe ihn nicht einmal gebraucht. Doch einmal in Ideen, aber ansonsten gar nicht mehr. What the fuck? Seid ihr bescheuert, dass ihr euch dafür... Wirklich jetzt, lasst ehrlich? Uns zuschlagen, Kaiser. Ja, Kaiser. Wir werden kein... Die Augen des Reichs. Jawohl, Kaiser. Ich Wenn wir muss Glück mich haben, ausruhen. Ist, sind in Stockholm die Tore dann offen und wir können dann reinmarschieren gleich. Das wäre natürlich verheerend ja, für ihn. Kaiser. Nur die hier. Okay. Na gut. Jetzt können wir uns auch die Händlerkavallerie nochmal anschauen hier. Die ist im Angriff schlecht, aber in der Defensive gut. Nicht schlecht. Die Reichen müssen ebenso ihre Bürgerpflichten erfüllen wie die Armen. Doch ziehen die Reichen es vor, dies reitend zu tun. Ihr Wohlstand ermöglicht es Händlern, sich Streitrosse und beste Rüstung leisten zu können. Was ihnen jedoch fehlt, ist das Können und der Eifer echter Ritter. In der Schlacht sollte man sich daher nicht allzu sehr auf sie verlassen. Okay. Es sind gut gepanzerte Einheiten gegen Fernkämpfer. Könnte man eigentlich so sagen. Okay, an Wien können wir nicht allzu viel rausreißen durch den Markt. Naja. Wir können ruhig erstmal auf eine Stadt rüsten, dann können wir auch hier Steinstraßen verarbeiten. Okay, ich möchte einerseits auch jetzt hier folgen. Wenn ich ehrlich bin, andererseits weiß ich aber auch, wie schwierig das ist. Aber ich habe meinen Vorteil, dass ich so viele Fernkämpfer habe. Euch zu Ehren werden wir angreifen, Kaiser. Beginne die Belagerung, edler Kaiser. Zack, das muss reichen. Nehmen wir nun die Mauern ein, mein Kaiser? Okay, Brügge. Wenig Infanterie, das sollte also einfach sein. Der kommt von da aus nicht ran. Ach gut, einen General haben wir hier nur. Nicht mal einer, der ein Familienmitglied ist. Oh, du Scheiße. Kann auch das schon machen, ey. Die Franzaken haben echt gut vorgestückt hier. Schauen wir uns mal an. So. Gesamt haben wir gerade wieder abgebaut. Auch gucken wir uns mal alle Seiten an. Die Franzosen haben uns da überholt. Militär haben wir die Franzosen bei weitem überholt. Produktion sind wir ganz schön am Arsch. Gebiete. Haben schon 15 erzeugt und sind immer noch 12 an. Naja. Finanzen, da laufen die Russen davon. Bevölkerung. Ich glaube, das muss ich erst noch bemerkt machen, dass wir Metz eingenommen haben. Ach, immerhin. Nur in der Schlacht können wir uns miteinander abgeben. Wie lange hältst du durch? 9 Runden bis zur Kapitulation. Wir hätten Zeit, eine Armee schnell aufzubauen. Mit gepanzerten Sergeants sogar, geil. Besser geht's doch nicht. Machen wir das einfach schnell. Zack. Das können wir Nürnberg holen, Stadtmiliz. 2 Stück können davon auch nicht schaden. Frankfurt. Bei ne, scheiß drauf, wir haben Sperrmiliz lieber. Ach komm, nehmen wir jetzt einfach mit rein, die Stadtmiliz. Dann entsenden wir gleich runter wieder. Und wir werden uns dann darauf rüsten, weiterzukämpfen. So. Dann haben wir relativ schnell eine Support-Armee, die wir dann nach Metz schicken können. Immerhin, der sollte eigentlich hier locker Metz halten können. Für das Reich! Gut. Okay.
Ja, Leute, ich würde den Part heute noch ein bisschen kürzer machen. Morgen trifft es mich auch nochmal so. Ich habe gerade ein bisschen Zeitbammel. Deswegen machen wir heute mal ein bisschen kürzer, morgen auch. Aber ansonsten, wie immer, eine halbe Stunde. Denkt daran, Like, Abo wäre ziemlich geil. Wäre nur ein Klick für euch und ihr wollt mir wirklich sehr doll dabei helfen. Wäre echt cool, wenn ihr das machen wollt. Ansonsten auf Twitter und Facebook teilen wir auch nicht mit der Geste von euch. Denkt daran, die Zitat-Challenge läuft noch. Ihr könnt noch einen Kommentar einfach, also ein Zitat von mir einfach nehmen. Und, das einfach unten in die Kommentare reinhauen, dann werde ich das ja sehen, dann nehme ich das auch mit auf und mache daraus so ein Best-of-Zitate von Corny. Wird schon ganz lustig. Ansonsten sehen wir uns dann wie jeden Tag um 14 Uhr. Ne, 14 Uhr nicht, 13 Uhr zu einer weiteren Folge. Total War Medieval 2 mit. Fürchtet unseren Aufmarsch, Feinde des Reiches! Mit dem Heiligen Römischen Reich. Und in dem Sinne würde ich sagen, ciao. Bis zum nächsten Mal.